jetzt sind wir hier. Wir haben mal so ein kleines Audi Startalk Stadion aufgebaut und haben hier unsere 11 liebe Zuschauer reingetan. Zumindest ist das jetzt mal von uns ein Vorschlag, von dem wir uns vorstellen können, das könnte die 11 sein, die Jogi Löw beim ersten Spiel gegen die Portugiesen ranlässt. Also wir gehen davon aus, dass Neuer fit ist. Dann haben wir Lahm auf rechts, nicht im Mittelfeld, zumindest denken wir es im Moment. Mertesacker, Hummels, Schmelzer in der Abwehr. So, hier haben wir Schweini, Khedira. Und vorne, so wie Ralf das vorhin ja auch schon mal kurz angedeutet hat, ohne Klose, den haben wir draußen, Müller vorne und so. Was sagt ihr denn so zur Aufstellung? Andreas, hier, Abwehr beispielsweise. Lahm rechts hin, macht das Sinn oder würdest du den doch eher im Mittelfeld sehen? Das eine, was mir richtig wehtut, ist im Moment die zwei zentralen Mittelfeldspieler. Passt nicht. Würdest du das anders machen? So wie Ralf auch gesagt, nur Ich würde es begrüßen, wenn beide hundertprozentig fit sind, aber ich glaube nicht, dass sie hundertprozentig fit sind. Wen nehmen wir raus? Den oder den? Ja, muss entscheiden jetzt. Ja, dann lassen wir den, weil der war länger verletzt. Gut. Und wen bringen wir dafür? Groß oder wen bringen wir? Ah ja, guck an. Und wen setzen wir noch? Wir haben noch alles. Ja, Großkreuz könnten wir im Angebot haben. Genau. Ah ja, genau. Großkreuz. Oder auch Boateng. Großkreuz hier. Ja. Ralf, Großkreuz rechts hinten? Nee? Okay. Nee, ich würde, ja, also jetzt immer von außen betrachtet, ich glaube, ich würde, wenn dann eher Khedira da hinten hinstellen. Schweinsteiger raus. Wenn wir uns tatsächlich darauf verständigen, dass nur einer von beiden spielt, würde ich dann eher den Khedira auf die zentrale 6 stellen oder Lahm, ja, und zwar dann nur mit einer 6 spielen. Und wenn wir vorne nicht mit einem echten zentralen Stürmer spielen, sondern mit einer 9,5, würde ich persönlich sogar eher 2 Zehner dahin stellen. Und ja, ich habe hier gerade mal geschaut, sind ja noch schon noch ein paar Hochkaräter draußen. Großwerk, aber also ich sehe jetzt zum Beispiel Toni Kroos. Ja, ich würde eher sogar André Schürrle da noch drin sehen und dann zum Beispiel Götze als zweiten Zehner neben Özil stellen und Schürrle dann von außen kommen, dann hätten wir noch mehr Variabilität, noch mehr Torgefahr. Aber wir haben nur einen Sechser dann, Khedira und oder Lahm? Ja, einer von beiden und wenn wir uns für Lahm entscheiden, müsste dann rechts hinten vielleicht dann doch auch Boateng spielen. Oder müsste nicht Großkreuz, eher Boateng, okay. Ja, natürlich, ja, da sind wir wieder beim Thema, welchen Stil wählen wir, wenn wir mit Großkreuz und mit Schmelzer auf den Außenverteidigerpositionen spielen, die haben natürlich ihre Stärken eher im Spiel gegen den Ball weiter vorne, also wenn wir dann abwartend spielen und hinten mit einer Viererkette in einer Linie spielen, dann haben die beiden dort nicht ihre Stärken, die haben ihre Stärken, wenn es wirklich darum geht, Bälle zu holen und eher dann in der Offensive, das sind für mich richtig, richtig gute Offensivverteidiger, aber dann müssen wir auch so spielen, dass die Offensivverteidiger müssen dann eigentlich fast schon hier stehen. Okay, gut. Dann machen wir davon jetzt ein Standbild und schicken es Jogi Löw. Machen eine kurze Pause und gleich zurück im Audi Startup.